Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute sprechen wir über das Thema Charisma und Ausstrahlung. Ja? Denn wir sind hier heute auf einem Event und ich denke, das ist sehr, sehr passend dazu, weil manchmal kriege ich mit, dass die Leute sich sehr krass selbst einschränken. Ja? Dass sie sich so vorkommen, als wären sie in irgendwelchen unterirdischen Tunneln oder in Tiefgaragen und verhalten sich auch so, sind sehr, sehr in sich gekehrt, ja? Haben einfach nicht diese Präsenz, diese Ausstrahlung, die Autorität, die dann auch natürlich für mehr Vertrauen bei den Kunden sorgt, für mehr Kundenbindung sorgt. All das und noch viel mehr erfährst du in diesem Video. Aber jetzt brauchen wir erstmal was zu essen und gehen in die Sky Lounge. Ja, das bringt ja eine ganze Reihe an Problemen mit sich. Und zwar, dass man sich nicht nur verstellt, weil man nicht weiß, wie man handeln soll, wie man reagieren soll, wie man auf Menschen zugehen soll. Hat natürlich auch viel mit Angst vor Ablehnung zu tun. Also werde ich jetzt abgelehnt, wenn ich jemanden auf dem Event anspreche oder wie reagiert der? Das ist ja alles eine Angst, die da mitschwingt, die man vielleicht gar nicht so haben möchte. Mhm. Oh, das schmeckt richtig gut. Was resultiert daraus? Ja? Du bist weniger sichtbar, du gewinnst weniger Kunden, du kommst nicht aus dir heraus, du hast keine positive Ausstrahlung. Was das mit sich zieht, ist, die äußere Welt ist immer nur ein Spiegel von deiner inneren Welt. Ja, das heißt, du nimmst die Welt viel beschissener wahr, als sie ist. Und das ist echt kacke. Und hey, I get it, nicht jeder ist damit geboren, aber jeder kann es trainieren. Ja? Nicht jeder wird als Fußballstar geboren, aber jeder kann trainieren, wie er dribbelt, wie er schießt, wie er passt. Und genauso ist es auch mit der eigenen Persönlichkeit. Du kannst dein Charisma trainieren, du kannst Selbstbewusstsein trainieren, du kannst jede Stärke, die du dir aufbauen willst, trainieren. Aber dann nicht auf Events zu gehen oder nicht Vertrieb zu machen, dich lieber mit Fulfillment zu beschäftigen, weil du keinen Bock hast, den Hörer in die Hand zu nehmen. Ey, es geht um dein Business. Geht's dir irgendwie zu gut? Ja? Du machst zu wenige UBAs, UBAs oder MMAs, Money-Making Activities, umsatzbringende Aktivitäten. Denn du könntest schon viel weiter sein, aber du weißt halt auch nicht, was du nicht weißt. Du kennst diese Tipps nicht, du kennst die Tricks nicht, du kennst die Trainings nicht. Und wenn du das nicht kennst und auch nicht gewillt bist, dahin zu schauen, na, dann hast du halt einfach ein beschisseneres und schwierigeres Leben, als es sein müsste. Hard Facts ist aber so. Also wie ich gerade schon gesagt habe, deine innere Welt ist der äußere Spiegel. Ja? Das heißt, was lässt du wirklich alles liegen, weil du dein Mindset nicht richtig hast, weil du dein Charisma nicht trainierst und warum du nicht in Präsenz Performance stark bist? Was sind die Opportunitätskosten? Wie viele Kontakte lässt du wirklich auf der Strecke? Wie viele Kunden gewinnst du nicht? Wie viele Interessenten überzeugst du nicht mit deiner Energie, mit dem, wer du bist, wenn du in den Raum reinkommst? Gehört der Raum dir oder jemand anders? Oder bist du einfach nur die graue Maus in der Ecke, für die sich keiner interessiert? Interessierst du dich vielleicht gar nicht so sehr für dich und deine Charaktereigenschaften und duckst dich eher weg? Da musst du einfach mal reingehen und dich fragen, weil gerade wenn du Coach bist, wenn du Agenturinhaber bist, wenn du Dienstleister bist, ja, es sind doch Menschen. Es ist nicht alles nur online, online, online. Vieles passiert einfach offline und da überzeugend aufzutreten, das ist entscheidend. Okay, also. Wie lernt man das jetzt? Wie lernt man das? Indem man es einfach macht, ja? Man geht einfach mal mit einem Kameramann hier durch die Messe durch und dann steht man einfach in diesen Blicken und lässt das Ganze mal auf sich wirken. Nein, also starte doch einfach mal den YouTube-Kanal. Wenn du das nicht machen möchtest, dann nimm doch einfach mal Videos von dir auf. Mach doch einfach mal was, was außerhalb deiner Komfortzone stattfindet und dann wirst du das schon erledigen. Markus, komm mal kurz. Hast du gerade Zeit? Eine kurze Frage. Ja. Eine kurze Frage. Und zwar, warum heißt euer Charisma Call Charisma Call? Warum ist Charisma so wichtig? Perfekt, danke dir, Markus. Genau deswegen. Willst du nehmen, oder? Wir lassen das jetzt so stehen. Also wir haben gerade darüber geredet, dass es wichtig ist, echt zu sein und gerade in Verkaufsgesprächen, wo man ja ein Skript abliest, wie kann man da charismatisch sein? Hey, sag mal, du hast natürlich ein Skript, was du nutzen solltest und an dem du dich auch halten solltest, damit du einfach einen klaren, bewährten Prozess hast, durch den du die ganzen Interessenten natürlich irgendwo führst. Aber auf der anderen Seite solltest du natürlich auch darauf achten, dass du natürlich das Skript größtenteils auswendig kannst, weil du weißt, was für Überpunkte, Metapunkte wichtig sind für den Gegenüber, damit er überhaupt überzeugt wird. Das ist nicht, dass du einfach von
jetzt auch gleich ein Skript änderst, mal sowas erzählst, mal dann was anderes erzählst und dass du immer so auf einem Meta eben dasselbe durchgehst. Aber das Allerwichtigste ist eher, dass du dich wirklich für den Gegenüber interessierst, verstehst, was sozusagen sein Problem ist und dann kannst du das Skript auch minimal anpassen. Das ist nicht wichtig, dass du Wort für Wort exakt alles abliest. Und dass du mehr auf den Gegenüber eingehst, versuchst sein Problem zu lösen. Ich sag mal, wirklich einfach dich für den anderen interessieren. Und ich glaube, dadurch kommst du dann letztens auf charismatische Rolle. Richtig. Das ist auch extrem wichtig, da einfach auf das Problem einzugehen, das zu lösen und nicht einfach wie so ein Roboter ein Skript zu lesen. Okay, was ist jetzt Charisma überhaupt? Charisma ist nichts, was noch on top kommt, ja, weil voll viele Leute überkompensieren das dann und titschen durch die Ecke oder kleiden sich komplett auffällig und so. Davon rede ich gar nicht. Ja? Charisma ist, wenn du authentisch bist, wenn du dich und dein Inneres nach außen lebst. Das meine ich auch damit, deine innere Welt spiegelt sich im Außen. Ja? Wenn du gut drauf bist, dann werden dir Leute begegnen, die auch gut drauf sind. Dann wirst du diese Energie matchen und dann werdet ihr noch geilere Momente kreieren können. Ja, dir werden mehr Leute vertrauen. Ja, du wirst mehr ausstrahlen. Ja, du kannst mehr Kunden gewinnen. Ja, ja, ja. Aber was musst du dafür tun? Ja? Es ist nichts, was du on top trainierst, sondern es ist eher wie so eine Zwiebel, ja, wo du Schicht für Schicht immer die Sachen wegreißt oder auflöst, ja, die dir da im Wege stehen. Egal was es ist, dass du einfach du bist, egal in welcher Situation. Und ja, wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. I get it. Aber dafür holst du dir ja jemanden. Ne? Warum machst du es denn nicht? Warum bist du denn noch nicht so charismatisch? Warum bist du denn noch nicht so XYZ? Fill in the blank, okay? Der Punkt ist, wir können das gemeinsam herausfinden in einem kostenfreien Erstgespräch. Ja? Wir schauen in der Analyse genau hin, was bewegt dich, was steht dir da im Weg. Wir nehmen die Zwiebelschichten und reißen sie auseinander. Und dann wirst du einen ganz klaren Fahrplan haben, wie das auch bei dir funktionieren kann. Geh jetzt auf www.umsetzer.de, buch dein kostenfreies Erstgespräch. Und wir haben jetzt noch einen geilen Tag in Frankfurt. Lass einen Daumen da, kommentier es und ich bin raus. Ciao. Sagt mein Filmdesigner mir, niemand will eine Zwiebel sein. Aber manchmal sind es einfach die Metaphern, die kicken rein.